Ja, hallo liebe Fußballfreunde, hallo liebe User von MFS Fußball.tv. Wir kommen zur 9. Folge unseres Videopodcasts Einfach besser Fußball spielen. Heute Teil 2 des Interviews mit dem Tiger. Absolut. Mit Hermann Gerland. Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen darüber gesprochen. Interessante Einblicke, interessante Standpunkte, interessante Dinge, die er anspricht. Letzte Woche ging es so ein bisschen allgemein um das Thema Dribbling, 1 gegen 1 Situationen, wie damit umgegangen wird im deutschen Fußball. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wir verlinken es auch nochmal unten in der Beschreibung. Ansonsten heute zwei weitere Themen, die er angesprochen hat. Das erste Thema Strukturprobleme, so hat er es genannt, Strukturprobleme eben vor allem jetzt im NLZ-Bereich, aber da kann man schon auch über die Amateurvereine auch sprechen. Er hat es jetzt am Beispiel von der U19 vom FC Bayern gemacht. Hat geschrieben, nagel mich nicht auf die Zahlen fest, ich glaube 26 Spieler im Kader und sagt dann halt, rechnet dann eben aus, wenn jetzt am Wochenende immer die 11 gleichen spielen, dann hast du 15, live rechnen sollte man nicht tun, aber 15, die nie spielen. So ist es natürlich nicht, das spielen natürlich immer ein bisschen mehr, aber so in die Richtung geht es. Und er sagt halt, dass das eine Katastrophe ist, weil die Kinder müssen halt spielen. Die Kinder, die Jugendlichen, jetzt um 19 sind ja keine Kinder mehr, müssen spielen. Und das ist auch so ein Thema, das ja wir auch so sehen. Das sind so die drei entscheidenden Punkte, was wir immer sagen, für die Kinder einmal Spaß haben im Training, was dazulernen, sich verbessern und spielen, spielen, spielen. Die Kinder müssen am Wochenende spielen, ansonsten macht es keinen Sinn, wenn ich am Wochenende nur auf der Bank sitze, wenn ich 5 Minuten eingewechselt werde. Ich meine, die Geschichten kennen wir alle. Von irgendwie Spielern, die in einem E-Jugendspiel dann 2 Minuten vor Schluss reinkommen, damit sie auch nochmal auf dem Platz gestanden sind. Den entscheidenden Fleischlos in den Wickelzimmern. Da haben wir ja einen schönen Blogartikel drüber geschrieben, richtig? Ja, ich habe das auch erlebt, dass dann einer nach dem Spiel sich heulend auf den Boden gesetzt hat und sagt, immer spiele ich nur 2 Minuten, jetzt komme ich gar nicht mehr. Und ich denke mir, ich kann es verstehen. Also das macht ja gar keinen Sinn. Da verliert ein Kind völlig die Lust. Genau, und er spricht es halt relativ deutlich an. Ist auch eben ein Problem der Kadergrößen oft. Ich meine, im Dorfverein, im Amateurbereich, da hat man oft nicht die Möglichkeit, da hat man halt oft einfach als Papa dann 15 Kinder in einer E-Jugend und dann ist es halt schwierig und dann klar, ich meine, wenn derjenige das ehrenamtlich macht, dem dann zu sagen, du mach am Wochenende bitte mal 2 Spiele, damit alle zum Spiel kommen, verstehe ich absolut, wäre eigentlich der Optimalfall in so einem Moment. Man muss da als Verein irgendeine Lösung finden, entweder einen zweiten Trainer irgendwie engagieren, der dann ein Spiel am Wochenende macht, das einfach alle spielen und viele spielen, oder das irgendwie anders lösen, aber so ist es halt echt schwierig. Und vor allem in den NLZ-Vereinen, ich meine, da könnte man es ja wirklich einfacher lösen und wir haben uns ja auch mal überlegt, auch in unserem Buch, was so optimale Kadergrößen wären. Ich arbeite jetzt zum Beispiel in meiner E-Jugend mit 9 Spielern. Das heißt, ich habe maximal 2 Auswechselspieler und die Jungs kommen einfach viel zum Spielen. Und klar, das Gegenargument, ja, wenn da mal 3 ausfallen, der eine hat Kommunion, der andere hat hier, der andere hat da. Erstens, das hängt natürlich immer so ein bisschen von der Mannschaft ab, man muss das natürlich schon auch so ein bisschen einschätzen. Bei mir beispielsweise sind die halt alle ein bisschen Fußballverrückte, die fallen eigentlich nicht aus. Also ich habe noch nie weniger als 7 Spieler gehabt. Und wenn es dann mal so ist, naja, dann holt man halt aus der E3 oder aus der F1 1-2 Spieler hoch, dann geht es auch, ist auch kein Problem, dann spielt man halt so. Und deswegen die Kadergrößen eher klein halten, also auch wirklich richtig klein. Wir sind da fast schon ein bisschen extrem, würde ich mal sagen. Ja, aber sagt ja jetzt kein Mensch was, das ist halt so der Idealfall, sage ich mal. Genau, so genau. Kleinfeldbereich ist immer so, dass man immer 2, 3 Spieler halt mehr hat, als man eigentlich braucht. Ja. Und dann halt aber auch nicht mehr. Das wäre halt der Idealfall. Wenn das jetzt dann statt 9, 10 sind, ist auch noch okay. Ist ja auch klar, dass das nicht immer genauso machbar ist. Das aber auch genauso. Ich glaube ja übrigens, was du gerade gesagt hast, dass bei dir quasi keine Ausfallzeiten sind oder dass wenig Spieler ausfallen, das glaube ich bedingt das eine das andere. Wenn du natürlich 15 Spieler hast und 7 spielen und 7 sitzen auf der Bank, und bekommen auch noch wenig Zeit, also wenn das wenig durchrotiert, dann ist die wahrscheinlich, also das macht insgesamt nicht so viel Spaß. Sowohl für die, die quasi draußen sitzen, aber auch für die, die spielen, die bekommen zwar ihre Spielzeit, aber es herrscht so eine Unruhe, weil die stehen draußen, wollen immer rein und vielleicht wird auch mal hintenrum schon
zwischen den Müttern oder Vätern ein bisschen diskutiert darüber, und der spielt zu wenig. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Wahrscheinlichkeit zumindest der Ausfallzeiten geringer ist, je kleiner der Kader ist, weil einfach insgesamt alle spielen und damit die Leidenschaft in den Kindern so verstärkt und geweckt wird, dass die praktisch Stress machen zu Hause, wenn der Papa sagt, ja, dann machen wir mal einen Ausflug am Samstag. Ja. Du kannst den Ausflug schon machen, aber nicht mit Spielen. Also die Erfahrung habe ich schon auch gemacht. Und ich sage dir noch mal was, ich glaube nämlich auch, du tust dir auch schwerer abzusagen. Also es ist auch sowas, ich sehe das halt auch so, wenn ich in einem Fußballverein bin als Spieler, ich habe da eine Verpflichtung und die ist schon nicht so niedrig anzusehen, sage ich immer. Also ich meine, klar gibt es Dinge, die dann höherwertig sind, sage ich mal. Also keine Ahnung, jetzt Taufe, Hochzeit, weiß ich nicht. Aber wenn jetzt an dem Tag die Oma Geburtstag hat und ich habe um 10 in der Früh das Spiel, dann komme ich halt ein bisschen später zum Geburtstag von der Oma. Also da habe ich zum Beispiel in der D-Jugend immer gesagt, da sind die Eltern eigentlich mit. Dann habe ich halt denen gesagt, ja, dann kommst du halt nach. Wenn die Oma im gleichen Dorf wohnt, das ist ja kein Problem. Das sind halt so Sachen, das gehört dann halt dazu. Und da muss ich halt meiner Oma sagen, nee, es geht nicht, ich habe doch noch ein Spiel mit meiner Mannschaft. Das finde ich, gehört schon dazu. Und ich tue mich natürlich viel leichter, wenn ich 15 Spieler im Kader habe, dann zu sagen, auch als Eltern, naja gut, ich meine, der hat schon genug. Ich kann nicht so eine Mentalität. Genau, und bei mir wissen die halt alle, wenn ich fehle, dann haben wir nur noch einen Auswechselspieler. Wenn nochmal einer fehlt, hat er gar keinen mehr. Ja, genau. Und ich meine, dann gibt es auch mal, dass einer vielleicht mal 3-4 Wochen ausfällt. Jetzt hat es einer in Quarantäne zum Beispiel. Naja, dann darf halt keiner mehr ausfallen. So, und das Argument habe ich übrigens noch nie verstanden. Das hat ja oft, also viele Trainer sagen mir ja, dann habe ich gar keinen Auswechselspieler dabei. Dann sage ich, ja perfekt. Besser geht es ja gar nicht. Also dann spiele ich halt ohne Auswechselspieler. Wie hoch ist denn in der F- und E-Jugend bitte schön die Wahrscheinlichkeit, dass sich einer verletzt? Ja, ich glaube, das ist nicht der Grund. Ja, doch schon. Also manchmal sagt man ja, so höre ich schon aus einem Moment dann, ja, wenn da jetzt irgendjemand was ist oder so, dann ja. Und? Ja, und außerdem, wenn was ist, dann ist halt was. Ja, und? Dann ist halt mal das so. Also das kriegt man auch noch geregelt. Also das Problem, und ich glaube, das ist das, was der Hermann gerne auch angesprochen hat, ist praktisch, was wieder über allem schwebt, was er schon oft gesagt hat, ist einfach dieser Ergebnisdruck. Ja, genau. Die Trainer da selber machen, dass sie die Spiele gewinnen wollen, und dann wollen sie viele Auswechselspiele dabei haben, um viele Optionen zu haben. Dann kann ich nur da reinwechseln und dann ist das noch super und dann wechsle ich den Großen nach vorne. Und ich kann das dann auch, wenn ich keinen Auswechselspieler habe, habe ich nicht den Druck, meinem Kind zu sagen, einmal wenn du noch so einen Scheiß machst, dann nehme ich die runter. Also da gibt es verschiedene Argumente. Und es steht quasi oben drüber immer, dass es gewinnen wollen, sozusagen, dass das Ergebnis über allem steht und dass man diesen Ausbildungsgedanken einfach nicht nach oben stellt. Das steht über allem. Und das ist das, was der Hermann Gerland eigentlich meint. Und es ist dann eigentlich relativ egal, ob es jetzt ein F-Jugend oder die U19 des FC Bayern ist. Die entscheidende Message, die man verstehen muss, ist, haltet eure Kader lieber kleiner als zu groß, damit einfach alle ausreichend Spielzeit bekommen. Ja. Und gerade im NLZ-Bereich, wenn ich 26 Spieler im Kader habe und nur 11 dürfen ja spielen, und, dann ist es eh schon wahnsinnig schwer, als Nummer 16, 17, 18, 19 da in die Stammelf reinzukommen. Aber oft weiß man ja nicht, ob der es vielleicht doch nicht noch schaffen könnte, sozusagen, weil er vielleicht noch ein Stück weit in der Entwicklung hinten dran ist. Ja, oft hast du auch noch diese körperlichen Unterschiede auch in dem Alter. So, deswegen muss der zumindest die Chance haben, spielen zu dürfen. Und wenn das dann schon nicht geht, gerade im NLZ-Bereich, verstehen sie Bilder dann ja überhaupt nicht, dass man dann nicht hergeht und sagt, okay, jetzt spielt die U19 am Samstag in Kaiserslautern, dann nehme ich jetzt 15 mit, die mir nicht spielen, für die schaue ich, dass ich dann noch unbedingt ein Freundschaftsspiel organisiere, am besten in München vor Ort, da muss natürlich auch ein hohes Niveau dann schon in der Altersklasse. Also da passiert einfach oft zu wenig, da nimmt man lieber 20 Leute mit, damit man auf jeder Position am besten doppelt besetzt ist, die frieren sich dann im November in Kaiserslautern alles ab. Der wird halt auch so ein bisschen, wenn wir ehrlich sind, wird da schon auch ein bisschen mit den Talenten gespielt. Also das ist schon auch Verschwendung. Du hast dann natürlich immer so die Hoffnung, ja, vielleicht komme ich herein, vielleicht kriege ich ja meine Minuten und dann sitzt er halt doch wieder nur auf der Bank. Ich meine, ganz extrem fällt mir jetzt ein, der Torwart in der U19, der spielt ja gar nicht, der Zweite. Also ich meine, in der Bundesliga ist es ja klar, ich meine, das ist halt Ergebnisfußball, da geht es ja wirklich um die Ergebnisse dann. Ja, ja.
im Ausbildungsbereich, in der U17, U16, U19, der Torwart spielt überhaupt nicht der Zweite. Und die haben ja meistens sogar noch einen Dritten, die haben ja dann drei Torhüter. Ja, genau. Das ist ja völlig irre. Ja, also was ich einfach sagen will, lieber ein bisschen kleiner als aufgebläht. Richtig. Und das Entscheidende ist, dass die Spieler und Spielerinnen einfach da wirklich Spielzeit bekommen. Das ist das alles Entscheidende. Genau. Und sich dabei noch am besten ausprobieren dürfen, damit eben dieses Ergebnis mit drauf muss, da einfach raus aus dem Kopf. Das will er eigentlich damit sagen. Ja, so ist sonst es. Sonst hat das einfach wirklich, es ist, was du schon gesagt hast, das ist natürlich klar, wenn du im Dorf lebst und der ehrenamtliche Vater macht da seine E-Jugend und plötzlich ziehen da nochmal 5 Kinder dazu und dann kommen die plötzlich in die Mannschaft. Dann hat er das die 16, klar. 17. Aber wenn wir ehrlich sind, gibt es auch dafür kreative Lösungen. Auch hier könnte man sagen, okay, pass auf, das ist mir jetzt zu viel. Ich bekomme das nicht mehr hin, dass alle ausreichend spielen. Deswegen machen wir das folgendermaßen. Wir melden da die Mannschaft irgendwo an. Dann machen wir da von mir jetzt mal 10 Spieler. Alle anderen gehen in so eine Art Förderkader rein. Man organisiert für die noch ein zusätzliches Techniktraining und organisiert dann noch, aber das ist natürlich Aufwand, das ist keine Frage, auch zu Freundschaftsspiele für die, damit auch die Spielzeiten bekommen. Und dann auf dem Großfeld fügt man die sozusagen Schritt zu. Ja. Also es gibt auch für alles immer irgendwo Lösungen, die nicht perfekt sind, aber die immer noch besser sind als 14 Spieler. Oder ich meine, auch eine Möglichkeit haben wir ja auch immer wieder schon angesprochen, man ruft halt beim Verein an, in dem man am Wochenende spielt, fragt die, wie viele habt ihr im Kader, die haben im Zweifel auch 15, kommen, wir nehmen sie alle mit und jeder spielt eine Halbzeit und wir spielen drei Halbzeiten oder so zum Beispiel. Ja, also es ist immer kreative Möglichkeiten. Dass es Aufwand ist, steht außer Frage. Ja, klar, aber ich meine, das ist halt auch so, ja, wenn ich nicht bereit bin, Aufwand zu betreiben, ich verlange es von meinen Spielern auch, dass sie alles reinwerfen in den Verein, in die Mannschaft, dass sie da Gas geben. Und da muss ich halt auch dann ein Stück weit zumindest einen Aufwand betreiben. Das ist natürlich klar. Also auch, aber dafür gibt es immer kreative Lösungen. Ja. Also muss man einfach so sehen. Genau, also wieder ein Punkt, wo wir voll bei Hermann Gerland sind. Hätte das gedacht. Guter Mann. Ja. Ja, Thema 2, Belastungssteuerung. Ja. Wunderbar, Michi, du bist der Belastungssteuerer. Nee, Quatsch. Nein, das fand ich ja einfach gut, den er da gesagt hat. Ich weiß jetzt gar nicht, war das in dem Interview auch? Nee, im Interview nicht. Nee, aber das ist ein Podcast gesagt, genau. Da fand ich den Satz gut. Da wurde eben die Frage gestellt, wieso es denn mit ihm beim NLZ FC Bayern nicht so geklappt hat und so. Und da wollte er gar nicht so viel darauf eingehen. Da scheint, dass er irgendwas gegeben zu haben, ist aber auch nicht so wichtig. Fakt ist, dass er kurz eine Anekdote gegeben hat, dass er mit seinen Methoden so ein bisschen angeeckt ist. Mhm. Man hat ja praktisch den Tiger, also wir wissen ja, er ist ein harter Hund, auch als Trainer, das weiß man ja. Und da mag man ja praktisch auch, wenn wir ehrlich sind, schon auch bei ihm so ein bisschen über die Inhalte streiten können, denn da ist auch nicht alles gewollt, was ja, das wissen wir ja. Aber was er schon gut gesagt hat, ist, als er darauf angesprochen wurde, dass er noch nicht so reinknüppeln soll und ob er schon was von Belastungssteuerung gehört hat, dann hat er den Satz gesagt, das interessiert mich nicht. Bevor wir steuern, sollten wir doch erstmal belasten. So. Ja, sehr gut. Wunderbar. Ich finde diesen Satz wunderbar. Ja. Ja. Weil das ist ein Riesenthema. Versuchen wir es mal klein zu halten. Was er damit sagen will, ist, dass etwas, was mir schon lange auf der Seele wirklich brennt. Wir betreuen ja bei uns auch in der Fußballschule mittlerweile ein paar Profis, Jungprofis oder machen Einzeltrainings mit Spielern aus dem Nachwuchsleistungszentrumbereich, die sich bei uns noch zusätzlich technischen oder auch athletischen Input holen. Und dabei stellen wir eigentlich zunehmend fest, dass die Bereitschaft zunächst mal da ist, zusätzlich noch was zu tun, um besser zu werden. Wenn man dann aber mit denen richtig Gas gibt, sind die entweder ziemlich schnell kaputt. Sind sie überhaupt nicht gewöhnt, hohe Wiederholungszahlen zu gehen sind es auch speziell im athletischen Bereich oft gar nicht gewöhnt, auch da diverse Kraftthemen zu machen oder ist eigentlich wurscht, was du mit ihnen trainierst. Also wenn wir jetzt einzeln in Technik mit ihnen hergehen und du hast einen Flügelspieler, dann machst du mit dem am Flügel, spielst ihm als Beispiel einen Ball zu, er muss den mit dem ersten sauberen Kontakt mitnehmen, macht eine Wende, spielt den Ball wieder, du spielst ihm den Ball wieder zurück,
er muss den nochmal mitnehmen, macht eine andere Wende, spielt ihn dir wieder. Du schickst ihn in den Lauf, er muss mitnehmen, muss eine Flanke schlagen, muss abbrechen, kriegt den Ball nochmal, muss nochmal irgendwas damit anstellen. Mhm. Das heißt, du hast da so intervallartige Belastungen drin. Und man sollte eigentlich meinen, dass ein 17-, 18-, 19-Jähriger, der seit Jahren im NLZ spielt, auf einem wahnsinnig hohen Niveau, sollte man eigentlich meinen, dass das für den natürlich eine Belastung ist, aber dass er sich eigentlich relativ locker wegsteckt. Und wir machen eigentlich zunehmend die Erfahrung, dass das für den zunächst mal zu viel ist. Er ist es überhaupt nicht gewöhnt, zu marschieren sozusagen, und zwar in zweierlei Hinsicht. Und zwar einmal die rein körperliche Komponente. Dabei ist auffällig, dass sie sich relativ schnell dem dann anpassen. Also das heißt, der jammert zunächst mal und sagt, Alter, ich hatte nächsten Mal so einen Muskelkater, das war ja verrückt, das habe ich noch nie gehabt. Und diese Aussage alleine ging bei mir, wenn einer Nachwuchsleistungszentrum spielt, ist schon die Alarmglocken los. Ja. Das sollte er eigentlich kennen. Mhm. Also erklärt das mal irgendeinem Turner, der mit 17 Jahren 8 Stunden am Tag trainieren muss, um auf Weltniveau zu kommen. Mhm. Also das sollte er eigentlich kennen, er kennt es aber offensichtlich nicht. Sein Körper adaptiert es natürlich relativ schnell, das ist klar, weil sie insgesamt ja sportlich talentiert sind und natürlich irgendwo ein gutes Fundament mitbringen, das ist ja auch klar. Und dann kommt immer dasselbe Interessante, nach 4-5 Individualeinheiten, nach 5 Wochen oder so, ist das sofort adaptiert und er will dann mehr. Also er gibt dann auch die Rückmeldung, im Spiel merke ich das krass. Also ich merke A, dass ich mich technisch weiterentwickle, dass ich der Beste werde, aber ich merke vor allem auch, dass ich weniger schnell müde werde. Dass ich viel mehr Luft habe, diese zu marschieren, gerade wenn ich ein Flügelspieler bin, weil ich nach 60 Minuten immer platt, plötzlich merke ich das nicht mehr. Also da ist Luft nach oben. Und es geht auch relativ schnell offensichtlich, dass sie dann merken, wo der Körper dann eine Rückmeldung gibt, hey, da passiert was. Ja klar, ja. Also da passiert was und es ist immer dasselbe, sie wollen dann auch mehr plötzlich. Ja, also etwas, klar. Was ihnen zunächst zu viel war, ist auf einmal nicht wie sagt man, kann nicht mehr zu wenig sein, es muss mehr. Also sie kommen dran sogar, wenn wir ehrlich sind, der eine oder andere und gibt sogar die Rückmeldung und sagt, das Training bei uns ist so langweilig, kann ich noch mehr tun jetzt? Also der Körper schreit förmlich nach Belastung sozusagen. Ja. Das ist ja klar, das sind alles sportlich talentierte Jungs, die Basis ist ja da, die muss man jetzt aber nur, jetzt muss man das Ganze herausfordern. Und was? Ja. Jetzt ist ja die Frage, wo das herkommt. Also ja, da wollte ich lass mich noch den zweiten Punkt sagen. Ja. Der zweite Punkt ist, was wir auch immer wieder feststellen, was Hermann Gerner mit Sicherheit auch meint, ist, dass halt einfach auch das Mentale nicht vorhanden ist. Also wir sprechen in Deutschland alle von Mentalität, wir brauchen Mentalitätsspieler. Ja, aber wenn wir ehrlich sind, erziehen wir sie nicht. Also wir verweichlichen diese Jungs in einem ganz großen Stil, indem wir ihnen, und das kriege ich ja mit, wenn ich dann mit diesen Jungs spreche, ihnen eigentlich, ich sage immer, wir legen die komplette Belastungssteuerung, die der Hermann Gerland so ein bisschen verteufelt, die legen wir an dem Wort der Regeneration aus. Also dann höre ich, Samstag NLZ U17 Bundesliga spielt. Also eine klassische Woche jetzt. Ja, Sonntag frei, Montag Regenerationstraining, Dienstag geben wir ein bisschen Gas, also von mir ist auch viel Gas, Hauptbelastungstag, Mittwoch normales Training, Donnerstag fahren wir runter, aber wir müssen ja am Samstag schon wieder spritzig sein, am Freitag machen wir im Idealfall nur eine Taktikanalyse vom Gegner oder scheibern ein bisschen taktisch auf dem Feld im Stehen rum wie Schach und dann wird man am Samstag wieder spritzig sein. Das ist immer das Standardargument. Und wenn ich dann das höre, denke ich mir, naja, de facto hattest du jetzt zwei Hauptbelastungstage, nämlich den Dienstag und den Mittwoch, und dann hat man noch vielleicht ein Krafttraining irgendwo mit eingebaut, aber das war es dann auch schon. Und das kann ich schlichtweg nicht nachvollziehen, denn diese Spritzigkeit am Samstag, das geht mir so auf den Zeiger. Erstens mal stelle ich die Frage, ja, wenn wir regenerieren wollen, das ist das, was der Hermann Gerland auch sagt, sind wir überhaupt schon am Limit? Also das ist eine ganz banale Frage. Und da sage ich einfach, nein, sind wir nicht. Das merken wir in der Arbeit mit den Spielern. Die sind noch lange nicht austrainiert. Also trainieren wir sie doch erstmal aus. Und auch hier steht mir dieses Ergebnisthema drüber. Das muss unbedingt am Samstag der Spieler spritzig sein. Ich behaupte, wenn ich den richtig trainiere und richtig intensiv über mehrere Wochen, über Jahre hinweg trainiere und dann von mir aus am Freitag natürlich die Belastung runterfahre, weil am Samstag das Spiel ansteht, dann ist der doppelt so spitzig am Samstag und nicht nach 60 Minuten, ich kriege immer Krämpfe, ich verstehe es gar nicht. Ja, ach was, du bist ein pfeilschneller Flügelspieler mit ständigen Sprints und Starts,
Deine Muskulatur ist gar nicht darauf vorbereitet und darauf ausgelegt, auf das ganze Thema. Ja. Deine Technik sowieso nicht. Also, das ist mir eine zu große Verweichlichung. Und was der Hermann Gerland halt als Beispiel gebracht hat, ist, wenn ich der Meinung bin, als Trainer in der U19-Bundesliga, die Jungs haben Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nicht vernünftig trainiert, haben einfach nicht schnell Gas gegeben, weil es halt Jugendliche sind, irgendwo noch manchmal Kinder auch sind. Und deswegen nehme ich sie jetzt am Freitag richtig an und lasse sie mal richtig ins offene Messer laufen. Sage nichts diese drei Tage. Und am Freitag nehme ich sie an und mache mit ihnen nur diagonale Läufe. Und weiß ganz genau, am Samstag steht das schwere Auswärtsspiel der U19 bei VfB Stuttgart beispielsweise an. Und ich weiß, die sind dann so müde, die werden das Spiel verlieren. Aber wenn das der Entwicklung der Spieler dient, der Ausbildung dient, dann mache ich es halt einfach. Ja. Und nicht, müssen am Samstag spritzig sein. Und er hat es so schön gesagt, wen interessiert, ob jetzt dieses Spiel des FC Bayern U19 gegen den VfB Stuttgart am Samstag gewonnen wird oder nicht? Wer weiß, dass auch, wie das Spiel vor 4 Jahren ausgegangen ist, mit einem, weiß ich nicht, Musiala im Team so ungefähr. Wer weiß denn das? Kein Mensch weiß es. Und es interessiert tatsächlich auch eigentlich keinen, denn das oberste Ziel muss sein, dass sie Profis werden und dort bestmöglich performen. Und wenn ich der Meinung bin, die Lehre ist, jetzt zu verstehen, gib Gas oder du kommst nicht weiter, dann mache ich es halt. Ja, und ich meine, letzten Endes, also man könnte vielleicht sagen, klar, das interessiert dann die Medien, da wird dann schon geguckt, wer wurde Jugendmeister, bla bla, keine Ahnung. Aber man könnte vielleicht das so formulieren, es sollte einen FC Bayern nicht interessieren, wie oft sie deutscher Meister mit den U19 Junioren geworden sind. Das sollte sie einfach nicht interessieren. Weil, ich meine, die können sich da hinstellen und sagen, ja, schaut mal her, aber wir haben hier Spieler A rausgebracht, Spieler B, im nächsten Jahr die zwei und im Jahr darauf wieder die zwei. Wen juckt es, dass wir nicht deutscher Meister waren? Hier, 4 Weltstars in 3 Jahren. Und wenn zufällig wirklich jemand in Stuttgart anwesend ist von der Süddeutschen Zeitung, und sagt, hey, die Bayern 19 haben da 8-0 verloren, was ist denn das? Ja, dann kann ich doch hergehen als Verein FC Bayern München, wie du so richtig sagst, und voller Selbstbewusstsein mich hinstellen und sagt, das kann ich euch schon erklären, die Spieler haben unter der Woche dermaßen schlecht trainiert, dass wir sie am Freitag mal richtig rangenommen haben, um ihnen zu zeigen, dass sie dann am Ende die Suppe am Samstag ausbauen müssen und selber total schlecht dastehen, wenn sie nicht lernen, unter der Woche Gas zu geben, um für ihren Traum zu kämpfen, denn sie sind krass privilegiert. Ja. Und dann ist Ruhe. Und dann ist Ruhe. Und dann sagt jeder Journalist, ja, das macht Sinn. Ja klar macht das Sinn. Genau. Und dann ist sofort Ruhe. Das muss man nur einmal sagen. Und dann ist Feierabend. Und dann haben die nochmal einen Denkzettel, die Spieler, und wissen, dann wurde es nochmal in der Öffentlichkeit gesagt, Leute, ihr wart scheiße die Woche über. Und dann ist es auf einmal Ruhe. Da geht es ja, um zu verdeutlichen, wenn das sind junge Kerle, da geht es ja mal dann drum, also dann, das hat er auch erzählt, da kriegt er dann mit, dass der dann da noch gefeiert hat am Mittwoch und so weiter und so fort. Und die müssen halt verstehen, wo sie sind und wer sie sind. Das müssen sie halt verstehen. Ja. Und das hast du quasi aber überall im NLZ-Bereich zu häufig, meiner Meinung nach. Dieses Wort der Regeneration, das müssen aufpassen. Und ich sage halt immer, wir haben noch gar nicht alles getan. Lass uns doch endlich aufpassen, wenn wir alles getan haben. Wenn wir sowohl technisch intensiv gearbeitet haben, athletisch intensiv gearbeitet haben und diese jungen Körper erstmal auslastet. Ja. Und wenn einer kommt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht verheizen. Er ist Leistungssport. Also ist denn der jetzt gesund? Nein, ist er nicht. Sondern wir müssen diese Körper darauf vorbereiten, dass sie die Belastungen möglichst lange ertragen. So, das ist ja kein Zufall, dass viele junge Spieler heute, wenn sie in der U19 sind und dann in die zweite Liga kommen, da höre ich immer mehr, dass sie, wie heißt denn Aktoren immer? Jetzt vergesse ich die Verletzung gerade. Das fällt mir nicht ein. Wenn ich jetzt eine Entzündung, Schambeinentzündung. Ja. Das höre ich immer mehr, ich kann ja nicht, ich habe Schambeinentzündung. Da ist das Spiel ja mal schnell fast ein Jahr raus, weil das einfach wahnsinnig langfristig ist. Mhm. Ja, woher kommen das denn? Die Schambeinentzündung ist eine reine Überlastungsverletzung. Und die Körper sind nicht darauf vorbereitet. So banal ist es. Und jetzt lass uns noch kurz den Bogen schlagen zum Breitensport, weil letzten Endes ist es auch natürlich ein bisschen abgespeckt, aber auch darauf anwendbar, weil man sieht es schon auch immer wieder dann. Und da ist es fast noch fataler, wenn ich jetzt zweimal die Woche Training habe und zum Beispiel Mittwoch, Freitag trainiere und ich dann sage, ah, das Freitagstraining, einen Tag vorm Spiel. Ganz gefährlich. Ja, boah. Also das ist aber wirklich, gefährlich. Wenn ich dann nur zweimal trainiere, habe ich eine Einheit. Fürchterlich. Halt, da gibt es ja wirklich Trainer, die trainieren, die spielen dann in der Jugendlandesliga oder sowas. Also gar keine so B-Jugendlandesliga, gar nicht so niedrige Liga, trainieren Dienstag, Donnerstag. Und am Donnerstag haben wir ein bisschen langsamer, weil Samstag haben wir das Spiel. Das ist ja fatal. Und das ist so diese Gefahr, immer dieses,
Und in dem Fall ist es bei den Profis ja schon Quatsch, wie man gesagt hat, also bei den Profis, bei den 19. Das ist immer die Gefahr dieses Übertragens von Dingen von den Profis auf die Jugend, die aber bei den Jugend gar keinen Sinn ergeben, weil die Situation eine ganz andere ist. Andere Situation. Ich meine, ich habe das bei mir im Verein, die U12, die sind eine hochtalentierte Mannschaft, wirklich, wirklich gut, sind Erster gerade in ihrer Liga als junger Jahrgang, also wirklich gut, die Mannschaft Kreisliga spielen die, glaube ich. Also das Höchste, was geht, weil die U13 spielt BOL. Ja, die machen halt stellenweise, also an dem Tag, wo ich da neben trainiere, machen die eine halbe Stunde lang Blackroll im Training, in der Trainingszeit. Ja, schrecklich. Das ist Wahnsinn, das ist unfassbar. Das ist dann erzählt worden, dass das gut für die Erholung ist. Ja, weil Blackroll ganz toll, das waren die Profis auch und dann lösen sich die Muskeln und ich weiß es nicht, was die denen erzählen, aber es ist halt... Ja, das sind die Verklebungen von 12-Jährigen, wenn du löst. Ja, also ganz wichtig. Alter, der hat keine Verklebungen. Ja. Ja, da kurz zu sagen, das mache ich halt nicht im Training. Das mag ja sein, dass das sinnvoll ist. Ob es zwölfjährig sinnvoll ist, können wir darüber streiten. Da wird jetzt wieder bestimmt ein Mediziner uns gleich anrufen und eine Mail schreiben hier. Es ist sinnvoll, okay, mag sinnvoll sein, bitte gerne. Aber doch nicht die Trainingszeit dafür verwenden, sondern zeige ich das denen einmal, wie das geht. Ja. Und dann wird das selbstständig gemacht zu Hause oder nach dem Training gleich auf dem Platz, aber nach dem Training. Ja, Stabilisation, auch solche Dinge. Alles. Das hat ja nicht. Eineinhalb Stunden Training und dann machst du halt noch 10 Minuten, eine Viertelstunde Stabi. Das machst du nach dem Training. Die Jungs wissen dann irgendwann den Ablauf, die gleichen Übungen. Dann sagst du dem Kapitän, also auf geht's Stabi, du vorne hin, die anderen daneben. Ich räume zusammen und gucke nur ein bisschen drüber, dass sie keinen Schmarrn machen. Kein Problem, aber halt nicht, ja, also nicht in der Trainingszeit, wirklich nicht. Um das Ganze dann abzuschließen, Das Ganze, egal ob Amateurbereich oder oberster Leistungsbereich, das Ganze vor allem deswegen vor dem Hintergrund, hat er das gleich gesagt, weil wir verlangen dann später von diesen Spielern, ob das jetzt die Kreisliga ist oder die Bundesliga ist, dass sie ja die Kohlen aus dem Feuer holen, wenn es drauf ankommt, dass sie Gas geben, dass sie mal über ihren Schmerzen weglaufen können. Ich kenne keinen einzigen Flügelspieler, kenne ich, der nicht selber von sich sagt im modernen Fußball, hey, nach 60 Minuten bin ich regelmäßig halb blau. Durch diese vielen Sprints, die man da heute einfach gehen muss, da kenne ich einfach keinen, der sagt, das mache ich mit links. Da gibt es keinen. So. Aber ich kenne heute viele Spieler, die sagen, oh, auswechseln. Weißt du? Und das hat es früher nicht gegeben, sondern wir sind ja auch viel gelaufen, früher vielleicht nicht so viel, aber wir sind viel gelaufen. Und wenn es wehgetan hat, hat der Kapitän dann eingeschrieben, was willst du jetzt, willst du jetzt raus oder was? Auf gar keinen Fall, jetzt ist keine Zeit dafür, auf geht's, komm. Also diese Mentalität, dass man sich quält, dass man mal über den Schmerz hinwegläuft, dass man weitermacht, die geht dadurch verloren, weil man den Spielern von klein an gesagt hat, was denn tut der Fuß, wie ist denn da draufgestiegen? Geh mal schnell bitte zum Physiotherapeuten und lass dir das anschauen, so zu übertrieben gesagt. Aber so ist es ja. Also die lernen heute viel zu oft, zu früh und zu oft in den Körper reinzuhören. Du hast ein bisschen Kopf raus, bitte. Ja. Und das kommt dann oben an und dann diese Frage, das muss man nur einen Profitrainer fragen. Viele Profitrainer bestätigen das und sagen, das ist immer schwieriger, mit den Leuten wirklich Gas zu geben. Und es ist ja kein Zufall, dass du dann in Mannschaften, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber in einer bestimmten Mannschaft in der Bundesliga einen erhöhten Anteil an ausländischen Spielern hast, beispielsweise aus dem Balkanbereich, wo diese Mentalität offensichtlich noch total vorhanden ist. Gas geben, rödeln, aggressiv sein, Schaum vor Mund und immer weiter, immer weiter, immer weiter. Während da deutsche Talente halt, obwohl sie vielleicht dasselbe fußballische Niveau oder das Talent mitbringen, da nicht rankommen. Ja. Und letzten Endes, also ich habe die Erfahrung gemacht, du kannst es eigentlich ganz einfach umgehen. Ich mache das mit meinen Spielern immer, wenn einer sich verletzt, wenn einer sagt, oh, Jojo, mir tut es hier weh, dann sage ich, kannst du weitermachen oder brauchst du eine Pause? Und das packt die meisten dann schon so an ihre Ehre, nein, ich kann weitermachen. Und dann macht er weiter. Ja, alles klar. Also, du meinst, läufst du noch kurz weiter? Fertig, dann schon. Ja, und wenn es nicht mehr geht, gib es Bescheid. Und bevor jetzt irgendeiner uns schreibt, dass wir praktisch, das wäre der Missbrauch so ungefähr, dann muss ich sagen, Freunde der Sonne, wir erkennen das mittlerweile ganz gut und jeder Trainer, der das mal gemacht hat, weiß eigentlich relativ genau, das geht schon noch oder das geht jetzt nicht. Und du siehst ja, ob dem der Fuß wegsteht und eine offene Wunde da ist, das sieht man ja, oder du siehst, dem ist jetzt einer auf den See gestiegen. Ja, das tut natürlich weh. Ja, und ich meine, also wenn es nicht mehr geht,
dann geht es auch nicht, wenn ich ihm sage, mach weiter. Dann geht es halt nicht. Das, also, das kriegt man mit. Deswegen, wenn der Regel, ja, man den anderen sagt, ja, das geht schon. Ja, eben. Das geht, genau, schon. Gut. Wir sind, ich bin mir sicher, wir kriegen Mails. Ja, ist doch schön. Schreibt uns. Wir freuen uns immer. Weihnachtspost. Yes, yes. Ja, schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns E-Mails. Wir lesen alles, wir freuen uns über alles. Vielleicht schreibt uns Hermann. Vielleicht schreibt uns Hermann. Nee. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.